Also, herzlich willkommen, ich bin Nikolas. Ich darf euch heute was zu Solar Ascension erzählen und den damit verbundenen aktuellen Stand. Und was werden wir heute alles durchgehen? Wir gucken uns einmal an, wer ist denn überhaupt das Team hinter Solar Ascension. Wir gucken uns an, was für eine Vision hinter dem Projekt steht. Die hat sich nämlich auch leicht verändert. Wir gucken uns die Projektgoals an, die wir uns gesetzt haben. Wir gucken uns an, was sich im Game Design alles getan hat, sowie die Game Design Pillars. Wir gucken uns unsere USPs an. Dazu gucken und werfen wir einen Blick in die Game Art, schauen danach noch einmal in den Build und gehen zu guter Letzt das Development Setting durch. Zum Team. Wir haben ein relativ großes Team. Das Feature Department besteht aus unseren drei Programmierern Daniel, James und Markus, unseren Game Designern Beat, Lisa und Tobi und im Production-Bereich Ann und meine Wenigkeit. Unterstützt werden wir durch unser Art Department mit unseren 3D-Artists Marcel, Dariusz, Niklas und Marvin. Und unseren 2D-Artists Lea und Nils. Zudem wird das Team von einigen Externals unterstützt, vor allem aber von Risto, Dennis und Leonie. Was ist nun also Solar Ascension? Solar Ascension ist ein Singleplayer-Spiel, in dem wir im Orbit der Erde sind und wo der Spieler seine eigene Raumstation aufbauen kann. Und der Spieler startet mit einem einfachen Main-Modul und quasi baut dann die ganze Raumstation um dieses Main-Modul herum. Über die Zeit wächst die Bevölkerung auf dieser Raumstation und er schaltet neue Module frei, neue Ressourcen und neue Produktionsketten. Zudem kann der Spieler in diplomatischen Auseinandersetzungen mit diversen Fraktionen der Erde interagieren, Quests für diese erledigen und dementsprechend auch so eine kleine Geschichte miterleben. Also nochmal kurz zu den Key Facts. Wir sind eine Management-Simulation im 3D-Bereich, sind in einem Near-Future-Sci-Fi-Setting. Das ist für ein bis vier Spieler ausgelegt und ja, wir werden ein Multiplayer haben, wobei diese vier Spieler aber auch AIs sein können. Das Ganze ist vom PC mit Unity und wird für ab 6 Jahren entwickelt. Unser Projektgoal ist, wir wollen einen spielbaren, polischten, visuell ansprechbaren Bild für den Goldmaster haben. Das klingt jetzt nach einem 0815-Ziel, das sich eigentlich jeder von uns setzt. Und das ist richtig. Allerdings beschreibt dieses 0815-Ziel eigentlich die wichtigsten Kernpunkte, die wir erreichen wollen, die wir in unseren Subgoals genauer definiert haben. Denn zum einen haben wir gesagt, wir wollen mindestens einen Score von 4.0 mit mindestens 10 Reviews auf itch.io haben, within einem Monat des Game Goldmasters, das heißt innerhalb einem Monat des Goldmasters. Zudem wollen wir einen Score von 80% mit einer SurveyMonkey-Survey, die wir selber noch erstellen werden, wo wir die Qualität unserer Assets und unseres Visual Designs abgleichen wollen. Und das wollen wir innerhalb von 2 Wochen des Goldmasters erreicht haben. Was ist nun eigentlich das Ziel des Spiels? Das Ziel des Spiels ist, dass der Spieler ein Monument am Ende der letzten Bevölkerungsstufe baut, um damit quasi das Spiel storytechnisch abzuschließen. Wie allerdings in vielen Aufbausimulationen gibt es kein richtiges Ende. Das heißt, der Spieler kann nach dem Monumentbau trotzdem weiterspielen, die Raumstation weiter ausbauen, weiter mit den verschiedenen Fraktionen interagieren, ähnlich wie der Endlosmodus in Anno. Es gibt also kein richtiges Ende, außer der Spieler setzt sich selbst eben Ziele, die er erfüllen kann. Wie erzielt der Spieler das? Durch unseren Core-Loop, und zwar immer wenn man ein neues Tier an Astronauten freischaltet, schaltet man damit neue Module und neue Ressourcen frei. Mit diesen neuen Ressourcen kann man die neuen Module bauen. Damit kann man die neuen Bedürfnisse, die entstehen, erfüllen und kann am Ende davon seine Bevölkerung auf die nächste Stufe upgraden. Das Ganze bewegt sich eben um einen Konstruktionsraum im richtigen 3D-Bereich, nicht wie bei Anno, wo man ja nur auf einer 2D-Insel baut, sondern eben bei uns in allen drei Dimensionen. Auf die Additional Features gehe ich später bei den USPs noch genauer ein. Zum Game Setting. Das Spiel spielt in den 2050er Jahren. Wir sind also in einem Near Future Sci-Fi und es ist auch relativ nah noch an Realismus angelegt. Und von der Story her wird das Ganze so gehen, dass die Weltregierung eine neue ISS in Auftrag geben will und dafür quasi Leute sucht, die eben bauen. Da es jetzt so ist, auch in der heutigen Zeit, dass die ersten Firmen anfangen, Raumfahrt zu betreiben, wie zum Beispiel SpaceX, versuchen diese Firmen natürlich Fame und Glory zu erreichen, weil die Firma, die die neue ISS baut, wird natürlich auf alle Ewigkeiten in der Menschheitsgeschichte verankert sein und sie wird verdammt viel Geld für kriegen. Deshalb wird der Spieler
als Manager von einer dieser Firmen eben beauftragt, die neue Raumstation zu managen und wie bereits gesagt hat, eben das Monument am Ende zu bauen, wodurch quasi die Raumstation zur offiziellen ISS eingeweiht wird. Zu unseren Design Pillars. Wir haben drei wichtige Game Design Pillars. Zum einen Scalability. Das ganze Projekt ist relativ gut scalbar. Die Anzahl der Module, die Komplexität der Produktionsketten ist je nach dem Progress des Teams relativ frei skalierbar. Ob wir nur ein Bevölkerungstier nehmen oder ob wir drei Bevölkerungstiers schaffen, ob wir mehr Module reinbauen oder weniger, all das ist frei anpassbar und kann während der Produktion relativ gut skaliert werden. Juiciness. Wir wollen, dass am Ende für den Spieler ein befriedigendes Endprodukt dasteht. Ja, wenn der Spieler sich Mühe gibt, diese Raumstation so optimiert wie möglich zu bauen, soll sich das auch im Visuellen wiedergeben. In den Drohnen, nahe an den zwischen den kleinen Gängen, die er freigelassen hat, hindurchschlüpfen und Ressourcen sammeln, dass sich ein bisschen was tummelt drumherum und dass es einfach visuell unglaublich ansprechend sein soll. Und eine Progressive User Experience. Das heißt, das Spiel öffnet sich mit dem Spieler. Mit jeder Bevölkerungsschicht, die der Spieler freischaltet, wird ein neues Additional Feature freigeschaltet und damit die Komplexität erhöht. Das heißt, das Spiel öffnet der Spielfortschritt und der Spieler bestimmt, wann er neue Features bekommt und mit welcher Geschwindigkeit er sie bekommt. Unsere USPs, die auch mehr oder weniger unsere Additional Features sind. Unser Main USP, wir sind ein 3D-Building-System. Es gibt viele Spiele wie Anno und ähnlich, die meistens im 2D-Rahmen funktionieren, gerade im Bereich der Aufbausimulationen, Anno, SimCity und Co. Es gibt 3D-Bauspiele, wie zum Beispiel auch in Subnautica, wo man eben eine Basis im 3D-Bereich bauen kann, wobei das dort auch eher nebensächlich ist. Weshalb wir sagen, wir wollen einen richtigen 3D-Bereich in einer richtigen Management-Simulation haben und das gibt es so nicht häufig. Quest and Factions. Ja, es gibt viele Spiele, in denen es Quests und Fraktionen gibt. Allerdings werden die bei uns einen wesentlichen Einfluss haben. Denn sollte man bei gewissen Fraktionen einen positiven Stand haben, kriegt man Boni. Sollte man diese vernachlässigen, wird sich das nicht nur visuell auf die Raumstation auswirken, da sie zum Beispiel weniger Astronauten auf die Raumstation schicken und dadurch weniger von ihren Flaggen irgendwie zu finden sein sollen, sondern sollte man eine Fraktion sehr stark vernachlässigen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie mittels Sabotageakten versucht, den Spieler zu sabotieren. Dadurch ist es für den Spieler wichtig, ein ungefähres Gleichgewicht in den Fraktionen zu halten. Und Exploration. Der Spieler kann ab einem gewissen Punkt im Spiel in der Lage sein, kleine Raumschiffe auszusenden und damit Anomalien zu erforschen, die dem Spieler entweder neue Ressourcen, neue Items oder diplomatischen Ruf gewähren. Wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen von der Art nun anschauen, ist das ungefähr der Stil, wo wir anfangs hingehen wollen? Hier sehen wir mal nochmal ein paar Modelle für die Tubes, quasi die einzelnen Module miteinander verbinden. Und das hier wäre ein Visual eben für die Raumschiffe, die dann eben auch an die Station andocken können und die ein bisschen im Hintergrund durch die Gegend fliegen. Nutzen viel über Discord zur Kommunikation und zur Organisation auch, um Concepts zu sharen, haben aber auch ein Miro-Board. Zudem arbeiten unsere Artists in Blender und mit Photoshop. Dann bleibt mir letztendlich nur zu sagen, vielen Dank. Bringen Sie bitte Ihre Stühle in eine aufrechte Position und schnallen Sie sich an, denn Ihr Shuttle zur Internationalen Raumstation startet in Kürze.